Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir zu den Felganer-Minen aufgebrochen, um Asperix, glaube ich, heißt das, für... War da etwas? Das habe ich jetzt nur so... Nein. Für Mila zu finden, denn Mila ist ja leider immer noch schwerst verletzt, also sie kann ihre Füße nicht mehr bewegen, beziehungsweise sie kann nichts mehr spüren. Jetzt muss ich wieder den Eingang suchen hier. Und wir haben jetzt einen Eingang gefunden, wo es ein bisschen frisches Lüftchen gibt. Und da werden wir jetzt auch hingehen und hier ein bisschen so Steine kloppen und sowas. Und gegen diese netten Gegner da hinten, die... Ah, das war ja auch noch. Antreten. Und ihnen ein bisschen den Hintern vermöbeln. Und ich hätte mein Handy auf stumm schalten sollen, aber... Nee, warum sollte ich das natürlich so gegen diese Schwebedinger? Ich meine, ich find's. Mittlerweile denke ich mir so, ja. Also Fledermäuse ergeben ja einen Sinn, dass die in Höhlen sind, aber solche Schwebedinger, das ist nicht ganz sehr realistisch, meiner Meinung nach. Aber. Hey, es ist ein Spiel. Wie komme ich jetzt auf Realismus? Keine Ahnung. Fragt mich ehrlich gesagt gar nicht. Was tue ich denn in meiner Dummheit? So, das wollte ich eigentlich machen. Und dann noch ein bisschen die Fledermaus kloppen. Kam nicht später noch so ein Fledermaus-Boss irgendwo oder war das wieder woanders? Wie er guckt so. Was redest du da? Nee. So. Ach Gott! Oh, ein Loch. Dann gehen wir mal in dieses wunderschöne Loch hinein. Und finden noch mehr Steine zum Kopf. Und einen Sack. Da ist sicher eine Katze drinnen. Weil, Katze und Sack, ja. Soll ich durch dich. Oh Gott! Der PS3-X-Knopf ist nicht so leicht wie der PS4-Knopf zum Drücken. So. Noch ein Loch? Nein, ich dachte schon, da ist noch ein Loch. Wo kam ich? Ah. So. Wo geht's dann jetzt? Ich glaube von da lang. Da kann ich nur runterfallen. Okay, eine Rollschuh komme ich. Na gut. Dann gehen wir weiter. Ich möchte mir mal kurz die Karte angucken. Ich möchte dann doch irgendwie alles durchqueren. Mehr oder weniger, damit wir einfach relativ viel mitnehmen. Schnell graben. Damit wir viel mitnehmen können, damit wir auch viele Sachen haben und viele Erfahrungspunkte, damit wir im Nachhinein später nicht so viel leveln müssen. Ich hoffe, es kommt nie zu diesem Fall, weil ehrlich gesagt habe ich auch keinen Plan, ob ich jetzt vom Level her gut drinnen bin oder eher schlecht bin, also oder dass es genau so passt. Weil ich weiß, als ich privat gespielt habe, habe ich wirklich jeden einzelnen Gegner mitgenommen, musste am Ende vor dem Spiel sogar nochmal leveln, also... Uff, den habe ich gar nicht gesehen, den Gegner. Also... Ich hoffe, das wird hier nicht der Fall sein. Wieso hat er so einen langen Stab jetzt auf einmal? Loch. Nein. Nein, Judy will keinen langen Stab haben. Nein, nein. Oh Mann. Ich glaube, die beiden werden zeitgleich ein Level Up haben. Kann das sein? Du hast noch einen Sack. Und das sind diese schreienden Gegner, die ich für alles liebe. So, hier ist noch was zum kaputt machen. Aber ich denke mal, wenn ich das Spiel einmal geschafft habe, werde ich es ein zweites Mal wohl auch schaffen. Und dieses Spiel ist auch länger als 2 Stunden. Ich spiele halt nicht auf ein anderes Spiel auf. Oh nein. So. Haben wir... Das ist ja voll die Verarsche. Ist hier wirklich gar nichts? Nicht mal ein Eifrit-Schatz? Nein, okay. Kein Eifrit-Schatz. Satt. Gut. So, jetzt kommt wieder das Gebrüll-Dings. Genau. Oh, warte. Soba-Omelett. Ach ja, ich habe ja genau... Ich habe voll viel Essen gekauft. Da, Soba-Omelett. So. Ha! Jetzt habe ich dich erschreckt. Ja.
Moment. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Genau. Ich habe mit ihr nur eine Attacke. Moment, wo sehe ich denn das nochmal? Da. Partner. Mila, Mila, Mila. Elvin, Elise. So, Cerberus, Cerberus, Elfe. Stahl. Kann doch mit dir mehr machen. Dann nimm Stahl noch. Und dann nimm den aufsteigenden Uber. Ja, passt schon. Was jetzt noch? Das ist auch eine Kuh. Hi. Taucht er einfach hinter uns auf. Riskante was? Hat gerade eine riskante Flüssigkeit geklaut. Anscheinend. Gut. So, waren wir hier schon? In die Richtung waren wir, glaube ich, schon. Müssen wir in die Richtung? Ich glaube, in die Richtung werden wir nichts mehr Großartiges finden. Doch, hier, tatsächlich noch ein Stein. Ich muss hier immer die Controller andersrum halten. Weil sonst komme ich nicht mit dem Drücken klar. Drücken. Also manchmal tue ich das eher richtig blöd rollen. Eine Schatzkiste! So. Irgendwie weiß ich nie was Xillia, was ich so sagen soll, kommt mir so vor. Also ich bin da echt manchmal richtig planlos, was ich ihr eigentlich traurig finde. So, und dann renne ich mal da lang. So, und dann hier links. Hallo. Ein Erdbeben! Da kann ich ein Loch graben, oder? Ist das vielleicht eine Abkürzung? Nee, oder? Komm, Dude, mach das kaputt. Du schaffst das. Soll ich doch. So, na, dann können wir einfach nur weiter durch. Okay, ich hab's verstanden. Nein, gegen dich wollte ich nicht kämpfen. Ich wollte eigentlich ausweichen. Aber wie ging das nochmal? Wie? Ja, nein. Ich wollte. Ja, genau, das wollte ich. Das hat nicht sehr viel gewirkt. Ja. Nein, nein, das hat nicht sehr viel gebracht. Wieso, wieso? Was? Ich kam gerade echt nicht mit der Steuerung klar. Ich habe zu viel Kingdom Hearts gespielt wieder. Was bringt das bei denen nichts? Das geht das nur bei denen, die am Boden sind? Anscheinend. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was teilweise die Charaktere hier machen. Ich sitze einfach nur da und denke mir so, was zur Hölle? Aber gut. Nächstens fühlt sich der Part. Ich glaube, ich bin einfach nur Bullshit reden. Das ist einfach das, was das. Bei Xillia rede ich, glaube ich, sehr viel Blödsinn. Ich glaube, man hört es voll, wie ich auf den Knopf smashe. Vielleicht einen Schluck auf. Das finde ich ist richtig. Da ist jetzt ein Mini-Durchgang, oder? Nein. Mann. Ich bilde mir ein, dass irgendwann eine Höhle war. Ich glaube, ging das noch? Da ist schon wieder so eine Verarsche, ne? Ja. Ach Gott, schon wieder so eine Verarsche. Das finde ich nicht sehr nett von dir, Spiel. So, na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich da lang, weil da ist noch was, wo ich drauf kloppen kann. So. Aber da ist was. Das ist schön. Huch. Jetzt wäre ich daran vorbeigelaufen. Ich muss mich wieder an den Sinn setzen. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich so viel Blödsinn rede, weil ich doch ein bisschen Hunger habe. Jetzt muss ich mir auch noch alles hinsetzen. Ich liebe meinen Sessel, der schon knarrt. Aber er ist so gemütlich ab und zu. Wenn ich müde bin. Aber ich muss sagen, ich habe es auch noch nie auf die Reihe gekriegt, dass ich auf einem Sessel oder auf einem Tisch einschlafe. Nein, ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Du. Blödes Schwebedings. Hast du einen Namen? Was war das? So. Ich dachte gerade, da ist so ein Zombie oder sowas aufgeploppt. Hör auf dich zu wehren! So. Jetzt glaubst du auch nur du, dass du mich damit besteinen bewerfen kannst, mein Lieber.
kann zwar nicht gut zaubern, aber... Das hatten wir schon. Dieses Gespräch hatten wir schon. Das finde ich nicht okay. So, noch mehr riskante Flüssigkeit. Und da ist noch was, was ich zerkloppen kann. Da ist sicher wieder Lehm drinnen oder so. Aber ich glaube, das geht sogar noch tiefer runter. Der Dungeon. Und ich glaube, das ist wieder so eine... Achso, nein. Okay, Steinsalz. Ich wollte schon sagen, das ist wieder... Ja, schau, es geht noch tiefer runter. Sag ich hier. Hey, you should probably head back. Hey, what exactly is a spirit fossil anyway? When a spirit loses its mana, it manifests in this world as a stone. In other words, you're saying the spirit dies? I've never really heard of something like that happening, though. Is that like a city thing? Not that I know of. Hmm. So does that mean a whole bunch of spirits died ages ago? Most of the spirits died before I was born. What do you mean? This can wait. We really should get moving. We really should get moving. Nah. Whoa, hey, no need to get all angry on me. Wait, did you just hear something? Hear what? That, a ringing. Where is it coming from? There, it's a spirit fossil. Good ears, let's check it out. Bäh. Oh Gott, wie groß ist der? Ah, ich drücke immer auf die falschen Tasten. Nein, ich wollte eigentlich auf die Karte. So. Ah, hier war diese Abkürzung. Okay, weiß schon wieder. Okay, nein, hier. Also, wenn wir da hinten sind, kommt dann, glaube ich, noch eine Ebene und dann sind wir so gut wie fertig, nehme ich mal an. So, was wollte ich denn? Ah ja, genau. Ich wollte ja Leias Haare ändern, weil ich die irgendwie so finde. Was ist alternative Farbe? Ja, nimm einfach das. Das schaut nicht so dämlich aus. So. Den kann ich gar nicht lang. Also kann ich doch hier lang. Hä? Ach so, warte. Ach, ich bin richtig doof manchmal. Das habe ich die ganze Zeit in der Cutscene gesehen und dann habe ich jetzt komplett wieder vergessen. Grab mal weiter, Jude. Ich müsste Judes Outfit auch mal wieder ändern. Aber irgendwie mag ich das Outfit von Yuri. Ich weiß nicht, ich finde das richtig cool. Ich bin auch froh, dass ich das mittlerweile habe. Also ich eine Zeit lang hatte ich das... Also, als ich das erste Mal eben das Spiel gespielt habe, hatte ich das gar nicht, das Outfit. Das fand ich echt schade. So, ich würde sagen, ich werde mal so laufen. Weil, ich glaube, ich gab es ja nur als... Oh, Gottes Willen, ein Skelett. Wenn man das Spiel irgendwie so vorbestellt hat, glaube ich. Ich hab keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt kann ich das machen. Manchmal kapiere ich das echt nicht. Ich mag die Frisur von Leia nicht. Und die von Jude eigentlich auch nicht so wirklich. Ich mag die Frisuren eben vom zweiten Teil lieber, aber ja. Wir sind hier beim ersten Teil. Man kann ja nicht alles haben. Wow, you got really strong while you were away. And I see you're as merciless as ever with that staff. Care for a little sparring bout? Oh, that's right. Jude mentioned that he had a friend he used to train with. That must have been you. Yep. It started out as part of Leia's physical therapy. That's right. My mom was the instructor, and she trained us good. I see. But I can't respect a bully. Huh? I hear you beat Jude until he was covered in bruises. Look, I can explain. What are you telling other people? I can't believe you. Ah! Oh, sorry. Ah, now it all makes sense.
Lea verprügelt Menschen. So, ich glaube, hier hinten war eine Truhe bei diesem schönen Schreidings, was mich eigentlich gar nicht gesehen hat. Wir haben, glaube ich, ganz schön viel zum Heilen. Man hört es überhaupt nicht in der Aufnahme, nein. Nein, nein. Oh, da ist ein Loch. Mit einem Sack. Oh, Geld. Flochensack voller Geld finden. Warum finde ich das nicht im echten Leben? Das wäre viel cooler. 28.000, na, das geht schon. Hat irgendwo hat der Spieler ja was vergessen, oder? Oder war das nur bei Leia? Okay, das war nur bei Leia. Dann gehen wir. Warte, ich glaube, auf der anderen Seite kriege ich P, ne? Ja. Oh Gott, dieser Schmetterling. Hör auf! Verfolg mich nicht! So. Was kriege ich jetzt Schönes? Schnelle Erholung. Okay. Und bei Lea war ja hier oben noch einiges offen. KP. FP. Das. Und dann haben wir noch ein bisschen KP für dich. Es ist aber ein bisschen unlogisch, dass Jude schon so weit vorne ist. Fehlt bei ihm echt nichts? Aber ihr fehlt ja total viel. Hier fehlt was. Achso, ist eins. Ach so. Ja gut. Das wurde so aufgeteilt. Ich verstehe schon. Na gut. Nein! I don't want to fight with you. With you either. Ich will nur Schatz drum. Oh, Eifried Schatz. Oh, Geld. Ich halte mal den Controller weg, vielleicht hört man das dann gar nicht mehr so schlimm. Irgendwann wird mir, glaube ich, heute die Hand abfallen. Finde ich jetzt wieder Geld? Das wäre richtig toll. Jetzt haben wir schon über 30.000. Ich glaube, das ist wieder so eine Verarschekammer. Nein, das ist ein Sack. Sack mit Reis. Mit riskanter Flüssigkeit. Das ist Gefahrgut. Das kann ja explodieren. Oder verätzen. Oder... weiß ich nicht. Habe ich ja alles vergessen. Jetzt bin ich in den Gegner reingelaufen. Wie ist mein Fernseher voll laut? Wo kommt mir das nur so vor? Ich glaube, ich bin einfach schon Banane im Kopf. Das kann auch sein. Au! Ich muss schon sagen, ich freue mich echt, wenn wir wieder mehrere Leute sind hier. Und nicht nur zwei Leute, weil zu zweit ist das doch ein bisschen... anstrengend, also ich fühle mich wieder wie am Anfang, wo wir noch mit Lila am Anfang alleine unterwegs waren und später dann Elvin zu uns gestoßen ist. Also solche Handschuhe, die Jude hat, möchte ich nicht wirklich unbedingt gerne tragen. Ist das ein Fliegerdings? Achso. Ja, ich bin echt schon doof. Es tut mir richtig leid. Aber ich bin... Nein, go, go! Oh, sind sogar noch Skelette. Ich mag keine Skelette. Ich wollte jetzt eigentlich durchlesen, was dieses eine gemeinsame Art macht. Nein. Ach Gott. Ich wollte da drauf drücken. Dann Select. So, was machst du? Erhöhe vorübergehend die Angriffskraft aller Verbünde, indem du eine Weile Stahlgeschärfte. Ich verstehe. Eigentlich ist das gar nicht so. Au! Hör auf zu brüllen, Mann! Ich brüll dich ja auch nicht nieder! Eigentlich mag ich ja solche Gegner nicht wie so Skelette oder sowas. Ich finde das richtig. Kannst du jetzt mal sterben? Warum sterben die nicht? Jetzt aber. Jude schlägt einfach mal so in die Luft so.
Aber hier kriegen wir recht gute Erfahrungspunkte. Auch wenn wir erst ein Level... Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre so ein Sack oder so. Also manchmal kapiere ich das auch ganz gar nicht, weil manchmal brauche ich zwei Schläge, manchmal brauche ich einen Schlag. Also machst du die Kiste auf? Dankeschön. Ein Schutzhelm. Bin ich jetzt ein Bob der Baumeister? Bob der Meister. Oh Gott, ich rede so viel Bullshit. Das kann doch gar nicht wahr sein. Bin ich froh, wenn wir bei dem Boss sind. Ach Gott. Ich mag diesen Dungeon nicht. Es kommt später aber noch so ein Dungeon, den mag ich auch nicht wirklich besonders, aber der ist jetzt nicht auf diesem Kontinent. Oder? War der auf... Nein, der war nicht in... Oh nein, warte, wir sind bei... Warte. Moment mal, Karte kurz. Liron gehört zu Rushogal, oder? Genau. War der dann auf... Auf Schulseite? Nein, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo dieser Dungeon war, den ich nicht... Ich dachte gerade, das ist so eine Hexe oder so. Geh weg! Ich will nicht gegen dich kämpfen! Ich hab mich verlaufen! Mal wieder! So. Ah! Okay, wenn ich fertig bin hier mit dem Draufkloppen, dann erwischt mich ein Gegner. Da ist ein Loch! Schnell in das! Loch. Wollte ich sagen. Dann tue ich halt bescheiden Impuls machen. Ich will Elvin wieder. Autsch! Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Angriff machen. Ich könnte auch öfters blocken. Das wäre gar nicht so schlecht. Haha, ich hab länger geblockt. Oh Gott. Nein, Moment, ich will. Okay. Achso, ich wollte ins Loch reingehen. Mit einem Sack voll Gold, bitte. Es war kein Gold. Aber egal. Diese Kräuter, die wir die ganze Zeit auch finden, ich habe den nicht noch nie wirklich benutzt, oder? Doch, doch in Tales of Graces. Da habe ich sie alle dem Hauptcharakter, Hauptprotagonisten gegeben. Das muss ich auch mal weiterspielen. Hab ich komplett vergessen. So. Dann hole ich mir das. Apfelgummi. So, dann kann ich das... Eigentlich brauche ich ja nicht jeden einzelnen Stein niederkloppen, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis dazu, das zu tun. So, ich möchte jetzt eigentlich noch bis zum Speicherpunkt kommen und dann im nächsten Part einfach dann schauen mal, was nach dem Speicherpunkt so kommt, ob wir jetzt noch weiter tiefer runter können oder was jetzt noch kommt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich erinnern. Ich bilde mir ein, dass zwar ein Gegner kommt, also so ein Bossgegner, aber ich bin mir nicht so sicher und ich bin auch mir auch nicht sicher, ob das das ist, was ich denke, es ist oder da. Oder wieder was komplett anderes ist. Ich glaube, ich kann mir auch einen Durchgang machen. Das werde ich auch gleich machen. Ich hoffe, ich muss da nichts mehr zertrümmern, weil meine Hand. Fällt ansonsten ab. So. Gut. What's causing these earthquakes? I don't know. Let's just keep moving. Wir sind einfach zu schwer, da komme ich nicht vorbei, um zu kämpfen, oder? Mann. Aber wieso kreiseln die mich eigentlich ein, wenn ich jetzt hineingehe? Ich müsste das nicht normal. Alter. Vater. Sturmkollision! Einfach mal so auf den Boden geklatscht. Achso, ich kann mehrere Sachen machen. Sag mir das doch einer. Ach Gott. Ich bin echt verpeilt. Es tut mir richtig leid.
Doing. Ja, ist die einzige Antwort. Huh? Where'd the fossil go? This is definitely the right spot. Did it move? Hey, over there. More spirit fossil fragments. The big one must be in there. Yeah, but rocks don't just get up and move by themselves. If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. How's egg principle? Yes, I suppose so. You two stay here. This time I really am going in by myself. Keep an eye on Mila. Hey, hold on! Leah? Leah ist echt sturköpfig, das kann man ihr lassen. Ah, und hier sehen wir das, also... Wir haben das von der anderen Seite aus gesehen, wir waren ja in der Mitte. Von hier aus haben wir das gesehen, das Fossil, und das ist jetzt einfach mal weg. Ich glaube, das ist während dem Erdbeben einfach mal passiert. Was, glaube ich, auch gar kein Erdbeben war, aber egal. Allerdings würde ich ja sagen, dass ich hier einen Cut mache und im nächsten Part gucken wir mal an, wo das riesige Geisterfossil hin verschwunden ist. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!